Leute, wer reißt bitte einen Leuchtturm ab, um da ein Hotel zu bauen? In der Pokémon Schwarz-Weiß Soling Challenge. Nein. Ja, also früher konnte man... Schwarz-Weiß Soling Challenge, aber das ist okay, das war ja auch immer noch. Früher konnte man hier noch runter ins Wasser und dort surfen und angeln. Heute kann man das nicht mehr, weil die in 2 Jahren den Weg und den Leuchtturm abgerissen haben. Ja, wahrscheinlich habt ihr irgendwie das auch schon geschrieben im letzten Part, aber ja. Wir haben es auch sehr selber schon direkt nach der Aufnahme gemerkt. Warte mal. Ja. Okay, naja. Das Wasser. Unser neuen Pokémon. Wir haben jetzt im Endeffekt nur 1 reingenommen, jeder. Genau, weil eigentlich war der Plan, dass wir jetzt erst noch 2 Pokémon fangen. Okay, streich das, dann fangen wir noch ein Pokémon. Vielleicht ist das ja das richtig geil da unten. Jedenfalls, genau. Ampharos und Linfu sind im Team. Ihr seht hier schon, Ampharos hat sehr guten Spezialangriff auf jeden Fall. Ich glaube, den besten meines Teams mit Abstand, ja. Und Donnerschlag, gut ist physisch, kann man nichts machen. Dampfwalze, Juwelenkraft und Donnerwelle. Ich weine gerade ein bisschen. Linfu, was eh schon eine schlechte Verteidigung hat, auch hat noch ein Verteidigungsrunterwesen. Naja, aber ich habe den Evolid noch drauf. Und es hat Ableitung und Kraftwelle gelernt von selbst gerade eben, wo ich schon dachte, so... Nice. Steinlager habe ich ja noch als TM beigebracht und einen Evoliten geben, damit es ein bisschen mehr aushält, weil es entwickelt sich leider wie alle 5th-Gen-Pokémon erst mega spät, Level 50 erst. Ja. Das dauert auch ein bisschen und ich habe Brownie ein Level auch noch trainiert, damit es, naja, halt auch Level 35 ist. Ja, Flambé und McNuggets ist bei mir auch nochmal ein Level höher. Und guck, da habe ich auch den Beulenhelm gegeben, weil den Evoliten wollte ich dann lieber auf Linfu haben. Wenn minimale Steigerung nur, aber minimal ist besser als gar keine. Ja. So, dann wollen wir jetzt mal in diesen alten Fluchtweg, glaube ich, hieß der. Moment. Das Teil auf jeden Fall. Ja, alter Fluchtweg. Ich hoffe, der Weg hier ist nicht allzu lang bis zum Ramot. Also, bis zum Ramot, was kein Ramot ist. Ja, ich glaube, so groß ist es gar nicht. Sind hier und dann noch ein paar Trainer, die wir bekloppen können? Fast. Klauen können wir dir auch gerne, falls du das sagen wolltest. Nee, ich wollte schon bekloppen sagen, aber dann fiel mir ein, bekloppen ist eigentlich kein Wort. Aber dann fiel mir wieder ein, ist egal. Meine Erinnerungen sagen mir aber tatsächlich, dass es doch ein recht langer Weg ist. Weil ich weiß, dass ich hier mal mit dieser Festival-Mission hingegangen bin, um Juwelen zu sammeln, um damit dann Punkte zu bekommen für, ich weiß gar nicht mehr was eigentlich. Ich habe diese Festival-Mission nie gemacht. Was hat man da aber für bekommen? Ich glaube, Dreamworld-Punkte? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Die Sache ist jetzt, gegen die ganzen Gestein- und Boden-Pokémon, die mich höchstwahrscheinlich hier erwarten werden, habe ich jetzt nicht mehr so viele Antworten. Der erste Backpack hat einen Radikal. Was? Bei mir hatte da einen Sandama. Oder wo dann bist du entlang gegangen? Oben rechts lang gegangen. Achso, dann bist du gar nicht erst nach unten links gegangen. Nee. Okay. Wieso habe ich... Ach, ja klar, das Pokémon, das stärker hatte, war Stolrak. Never mind, denn, tja, es ist interessant, dass Pupita nicht Stärke lernen kann. Hat keine Arme zum Schieben wahrscheinlich. Ja gut, das Ding ist so ein Kokon, wie will das denn schieben, ne? Ja. Ich habe gerade Leroy Jenkins gefunden. Ach komm, ich nehme Leroy Jenkins, sehr schön. Ich bring's Lux dabei für die Rückkehr. Rückkehr ist zwar, glaube ich, ein bisschen stärker, aber... Ich brauche Stärke halt. Ah, es ist eigentlich ironisch. Eigentlich sollte Stärke die stärkste Attacke der Welt sein, einfach weil es Stärke heißt. Ich sollte echt mal Nassschweif und Surfer austauschen bei Duplo. Von der Reihenfolge? Ja, weil ich ab und zu gerne einfach schnell durchdrücke und dann mache ich Nassschweif statt Surfer. Und der geht dann gerne mal daneben. Genau. Auch wenn der Angriff höher ist und ich gehe mal stark davon aus, dass der Nassschweif im Endeffekt stärker ist als der Surfer, dadurch auch. Ja. Würde ich dann trotzdem lieber den Surfer verwenden. Die Backpackerin, ja, warum habe ich Brownie vorne, obwohl ich wusste, dass sie dann Dame einsetzt? Sag mir das mal, Jan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Ich weiß es doch nicht. Pupita wiegt übrigens 140 Kilo oder so, habe ich mal nachgeguckt. Oder glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. So, Radikal hast du gesagt, ne? Genau. Dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um Zuckerwatte gleich, oder Zuckerwatt. Tut mir leid, gleich mal auszuprobieren. Zuckerwatt. Zuckerwatt. Ich habe auch den Nassschweif vorne. Ich habe es immer noch nicht gewechselt. Mal. Surfer ist doch stärker hier in der Gen sogar. 95. Also 5 Punkte. Das ist einiges. Ja, aber wenn der Angriff höher ist als der Spezialangriff. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, wie das für Welser ist. Ach so, ja gut. Guck mal. Also bei Dragonier ist es auf jeden Fall so, dass der Angriff höher ist. So, Zuckerwatt, hau mal einen Donnerschlag rein. Ja, der Angriff ist auch bei Welser höher, aber nur um 4 Punkte. Das heißt, ich glaube, Surfer wird stärker sein. Ja, gut.
Ich glaube nämlich, die Attackenstärke macht da mehr aus. Nice. Erster Donnerschlag, direkt erstmal den Gegner paralysieren. Dafür wiederum, erste Attacke abbekommen, direkt Crit abbekommen. RIP. Ich sehe schon, Zuckerwatt ist ein Zocker. Er sollte eigentlich Zuckerwatt heißen müssen. Zuckerwatt. Zuckerwatt finde ich großartig. Also sollte irgendjemand einen Fan dazu machen, bitte ich Zuckerwatt als unglaublich geilen Zocker dahin zu stellen. Sehr schön. Mit einem Hut, der ins Gesicht gezogen ist und einer Münze, die er hochschnipst. Ja, na, weißt du, was ich gerade sagen wollte, was ich auch geil finde? Was denn? Dein neuer Tanga steht dir sehr. Danke. Ich habe ihn mir extra für dich ausgesucht. Ja, das habe ich gemerkt, weil es war meine Lieblingsfarbe. Das wusstest du ja. Mhm. Allerdings ist es nur meine Lieblingsfarbe an jedem dritten Vollmond. Gut, dass wir jetzt bald wieder einen haben. Richtig. Ich habe übrigens einen Akku gefunden. Ein Akku. Ladegerät? Gut, eine Staubwolke ist direkt ein Feld vor mir gespawnt. Ich bin reingelaufen, Gelbstück. Ja, gut. Man nimmt, was man kriegen kann. Mal gern mit, vielleicht bringt's dir was für Attackenlehrer später. Eben. So, dann gucken wir doch mal hier. Mit dem ist Knaxel eigentlich verbunden? Ist schon ein bisschen länger dabei, ne? Ja. Seit Stratos. Sind Stratos gefallen? Ach da, mit Tengulist. Tengulist, da müssen wir gut drauf aufpassen, weil Knackhack ist irgendwie richtig Hype. Hatte ich noch nie, glaube ich. Oder? Das sage ich häufiger mal, manchmal stimmt es gar nicht. Velsa hatte ich nämlich schon in meiner Omega-Rubin-Wedlock. Aber hatte ich mal einen Knack... Also einen Knackrack hatte ich definitiv noch nicht. Kann sein, dass ich schon mal kaum mal einen Knacksel hatte, aber das ist niemals zum Knackrack geworden, glaube ich. Deswegen wäre das schon ein bisschen Hype. Also die Items, die ich hier finde, sind echt nicht die geilsten. Ja, alte Statue gerade gefunden. Ich finde Tränke und Yonago-Beeren. Also ich finde deine alte Statue schon ein bisschen geiler, weil die kannst du wenigstens geil verkaufen. Ja, nach der Liga. Nee, nicht? Hier nicht. Ich meine, hier kannst du sogar schon vorher verkaufen. Na gut, aber die Persifbeere, darauf können wir uns einigen, dass das jetzt nicht so das beste Random-Item ist, oder? Ja. Oh. Ja, oh. Okay. Jetzt muss ich, wenn ich jetzt einen Knilz mit Aufheber kriege, Toxic Orb? Dann lohnt sich der Toxic Orb sogar. Nice. Also, cooles Item, aber ja, wird die Frage sein, ob ich den benutzen kann. Mir fällt gerade auf, ich habe irgendwie Zuckerwatt bei einem Wanderer vorne gelassen, weil ich irgendwie fest davon ausging, ich habe Duplo vorne. Das ist nur ein Kiesling. Ja. Also ein Wanderer da bei Wasser meins. Ja. Das konnte ich mit Juwelenkraft zumindest auf die Robustheit runterhauen. Alter. Das ist schon stark so. Ja. Ja, ein Fun Fact. Mal gucken, ob du es wusstest. Das, was da. Was ist diese Öffnung in der Mitte bei Kiesling? Sein Ohr. Korrekt. Mhm. Auch was. Und was sind die zwei augenähnlichen Dinge an Brokkolos Gesicht? Seine Augen? Ich glaube, das sind auch Ohren, oder? Das hat komische Ohren. Kann sein, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Kiesling so ist. Ja. Aber ich nehme mal zur Sicherheit mal Zuckerwatt von der Spitze runter. Wenn da auch ein richtig Boden-Pokémon kommt, wäre nicht so geil. Was auch mal ein richtig geiles Pokémon wäre in so einer Challenge. Was denn? Meistergrief. Schon, ja. Ich meine, das tot zu kriegen ist schon echt schwer. Also, mit einem Schlag. Weil ich weiß, dieses Ableitiefen-Attacke, die ist von selbst, dann kann es bitte aufhören, Botzer zu spammen. Ich habe ein bisschen Angst. Der nächste Gegner hat ein Flitiamo. Kannst du dich mal gern schon mal drauf einstellen. Ich habe Epopita vorne. Ich mach mal einen Surfer. Oh! Sind keine Gedanken gut. Aber es hat nicht Wankelmut, also. Zum Glück nicht. Gedankengut mit Wankelmut, aber es passt schon. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um Zuckerwatt reinzuholen. Eine Staubwolke. Ich wäre fast freiwillig reingerannt. Aber dann dachte ich mir so, nicht mit mir. Seriously, Flitiamo? Was denn? Und solche Spielchen machst du jetzt mit mir? Team? Love flinchen. Anziehung und dann Herzstempel? Anziehung und Anziehung. Ja, fast. Anziehung, Luftschnitt. Wow. Ich benutze mein erstes Highlight-Item. Dann boxe ich das Ding so lange mit dem Steinhagel um. Ich habe jetzt echt Angst, das Ding fängt an sich hoch zu boosten, während ich versuche hier rumzuwechseln und dann haut er mir eine Anziehung ins Gesicht.
Hast du nichts Männliches, was es besiegen könnte? Und dann macht er auch noch Amnesie. Willst du mich verarschen? Es eskaliert gerade. Aber wenn es nur Luftschild ist, weißt du ja, dass er... Vielleicht hast du irgendwas, was das resistiert? Ja, Zuckerwatt. Was weiblich ist. Irgendwas, was es resistiert und vielleicht... richtig geil ist, irgendwie so. Egal, Zuckerwatt hat's besiegt. Hat man machen, ist okay, sehr gut. Donnerschlag ist ja physisch, insofern spielt er das da ja ganz gut in die Hände. Ganz genau. So. Okay. Luxtra, schieb den Fels zurück ins Meer. Wo bin ich denn hier? Beziehungsweise zurück in das Loch. So, was haben wir denn hier noch für ein schönes Item? Ich würde sagen... Ach, komm, Spiel. Hör auf damit! Was denn? Küstenschale! Ich habe auch eben, also im gestrigen Part habe ich eine Küstenschale... Ich glaube, ich habe das gar nicht erwähnt, aber ich habe auch eine Küstenschale gefunden. Ich habe ein Grünstück noch nebenbei gefunden. Wie heißt die gute Frau? Ilithia? Niemals gehört, liebe Leute. Niemals. Wenn sie Ilithia heißt, heißt das Idiot auf Griechisch. Echt? Ja. Ich sehe gerade Popanz und Linfu passen farblich perfekt zusammen. Ah, Popanz fängt sie an. Ja. Das ist... Wie heißt sie? Ist es der heißes Idiot? Moment, ich bin doch nicht bei ihr. Moment, wenn sie Popons hat, dann pack ich McNugget nach vorne, weil das sollte er schaffen. Mit Kosmikkraft wohlgemerkt. Ja. Weil McNugget braucht nur noch ein Level, bis es sich entwickelt. Ist nicht mehr lange. Dann haben wir endlich einen voll entwickelten Starter, auch bei mir. Ja. Das wäre auf jeden Fall etwas Gutes. Der ist wirklich einfach Vollidiot auf Griechisch. Genau gleich geschrieben. Vom zumindest Aussprache her. Okay. Ja, dann, ihre Eltern scheinen sie ja wirklich gemocht zu haben. Ja. So. Das ist pure Liebe, dieser Name. Dieser Name ist pure Liebe, Sui Knilz. Die hat danach noch einen makaber Jahr. Was ich persönlich sehr makaber finde. Ein bisschen. Aber ich finde es noch viel makaberer, dass makaber. Ich finde es makaberer, dass makaber Jahr sich selbst mit Fluch ausnockt. Ja, stimmt. Ist ein Geist. Ja. Was passiert, wenn du Fluch machst und der Gegner gerade mit Fliegen hochgegangen ist? Ih, der macht Irrlicht. Hör auf damit. Frage. Ich habe eine Esprit-Fehler gefunden. Naja, was ist denn hier oben in dem Höhlengang? Ach, da kommen wir in die Ruinen rein. Das ist, da sind wir sogar schon bei den Ruinen. Geht's unten noch weiter? Oder ist es da beim Abfluss? Unten kommen wir zu Stratos wieder zurück, aber ich glaube, da finden wir noch ein bisschen was. Ja, ah, okay. Okay, wenn du Fluch einsetzt, während der Gegner Fliegen macht, geht der Attacke einfach daneben. Okay. Aber gut, er hat sich gerade selbst ausgenockt mit Fluch, von daher danke dafür, makaber, ja. A close one. Ja. Ich hatte schon das A bei der Aussprache, war schon fast drin. Hat einen Kukmada. Ich will aber auf jeden Fall, also ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr zu lange hier mit den Trainern, aber ich will auf jeden Fall das Pokémon fangen, damit wir in der nächsten Folge endlich wieder ein volles Team haben. Ich habe gerade einen Superschutz gefunden. Nice. Also du bist jetzt runtergegangen, nicht in die Höhle rein oben, oder? Genau. Ich würde gucken, wie weit es da noch ist. Guck mal, da hast du gesagt. Ich habe wieder ein Gelbstück gefunden. Ich finde echt ein paar echt gute Stücke, die kann man hier echt vielleicht irgendwann mal ein bisschen farmen. Ich finde hier relativ viele Müll-Items, habe ich so das Gefühl, ganz viele Federn, irgendwie Persifbeeren und so ein Kram. Ich sollte vielleicht mal Ding jetzt wieder anmachen. Ja, also Items allgemein sind nicht so die geil. Diese Backpackerin da unten, ne? Ich bin gerade verwirrt, wo geht's denn hier noch nach rechts weiter, bitte? Mir wird ein Item angezeigt, aber da kann man nicht hin. Hä? Ich glaube, du musst irgendwie außen rum oder so. Hm. Interessant, Leute, interessant. So, wer ist jetzt schneller? Tauboga oder Kukmada? So, bin ich jetzt. Was sagst du, Christian? Tauboga oder Kukmada? Tauboga, weil Linfu war auch schneller. Okay. Alter, der Hyperzahn hat echt weh. Moment, da wechsle ich mal aus. In Duplo. So. Wo zum Teufel gehe ich gerade lang? Da geht's jetzt hier wahrscheinlich wieder. Ah, I see, okay. Eis. Oha, drei Items. Ja, okay. Ich hab einen Traumball. Ist ja ein 100%, ist ein Meisterball, ne? Ja, genau. Ein Carbon und. Na, ja, okay. Naja. Verloren. Naja, aber ist noch ein verstecktes Item. Ich habe eine Kraftfeder gefunden. Das ist fast gut. Na, ich habe jetzt auch irgendwie. Die versteckten Items hier in der Höhle waren eher so.
So, da oben sind die drei Items. Hatte bestimmt einen Grund, dass die Items sich versteckt haben, so ranzig wie die waren. Ich springe jetzt hier nicht runter, ne, weil das bringt uns nur noch Stratos in jedem Fall. Ja. Okay. Wie bist du da oben zu den drei Items gekommen jetzt? Bei der Backpackerin die Treppe hoch und dann ganz rechts rum und nach oben. Und nichts, nirgendwo runterspringen, bloß nicht. Okay. So, ich gehe dann schon mal die Ruinen auf dem Weg auch zu. Keine Tränen auf dazwischen, ne? Nee, die Backpackerin war die letzte. Okay. So, ein Palast sind... Ich hab dürfen wir das überhaupt fangen? Wie war, haben wir da eine Regel für? Stationäre Pokémon dürfen wir immer fangen. Ja, das war die Regel, stimmt. Vitalkraut nochmal gefunden, naja. Ich hab Lord Helix gefunden. Sehr schön. Topbeleber, Prachtfeder, Helix-Fossil und versteckt ist Zauberwasser. Hm. Das Zauberwasser ist zumindest okay. Der Rest war eher so, joa. Alter Reif, okay. Ah, guck mal, ich bin eigentlich mal in deinen Pokémon reingelaufen hier in dem... Weißt du, ich erhoffe, was denn? Im Sand hat sich ein Godzilla versteckt. Was macht es da? Ich würde mir wirklich gönnen, wenn dieses Ramot hier einfach wirklich ein Ramot wäre, wäre ich schon sehr glücklich, aber... Oh ja. Aber warte, bist du, wenn du schon beim Ramot dann bist, bis du es anredest. Direkt davor. Ist auch ein Ramot-Sprite? Ja. Bist aber sehr schnell dann zu dem Ding hingekommen. Ja. Die Sache ist, ich hoffe, es ist kein Ramot, weil dann können wir es nicht benutzen, ne? Das ist wahr, sonst wäre das alles umsonst hier. Aber da haben wir mal ein paar Trainer gemacht, wir wollen ja eh alle Trainer bekämpfen. Ja. Ich stehe jetzt quasi zwischen der Wandmalerei und zwischen Ramot selbst. Ramot, Leute, kann ich mal kurz darüber schwärmen, was für ein endgeiles Pokémon einfach Ramot ist? Nicht umsonst in meiner Top 3. Oh, Ramot. So ein großartiges Wesen. So. Oh, hier sogar ein verschiedenes Item vor Ramot in der Kammer. Ja, Eisen. Talkraut war es bei mir. Und nicht umsonst mein Signature-Pokémon der GBA. Ja. So. Bei mir ist es aber auch ein Ramot da oben als Sprite. Ich gucke nur gerade, wenn ich dagegen einsetzen kann. Darf ich es ansprechen? Moment. Lass mich eben noch schnell Duplo heilen, weil ich es eventuell mit Duplo schwächen möchte. Ich will nur den Ruf hören. Dann tu es. Das ist kein Ramot. Okay, dann. Das ist aber, glaube ich, irgendwas Billiges. Ist das Yorklef gewesen? Oh. Oder war das? Das war kein Shaman, oder? Nee, das klingt anders. Oh! Was ist bei dir? Vegimak. Naja. Was ist bei dir? Ein Fleeknäuel. Was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, ich sag mal, dein Vegicita hat ja gute Dienste erwiesen eigentlich, ne? Ja, es kann lernt Frühsamenbombe. Ja, die hat er wahrscheinlich hier sogar. Stimmt. Ich glaube, ich kann auch problemlos einen Surfer einsetzen. Aber ich müsste eigentlich versuchen... Ich will es im Traumball fangen, das heißt, ich werde nochmal Drachenwut machen. Um ganz sicher zu gehen. Was denn? Wow, Vegimak. Erzähle. Vegimak setzt Schleuder ein. Schmeißt seine Sinelbeere auf mich. Macht 2 Schaden. Sinelbeere aktiviert sich. Geheilt. Ja, nice. Nimmt man an. Ja, geil war das. So, also ganz ehrlich, ich fände, das wäre sogar ein Duo, was wir uns überlegen könnten, reinzunehmen. Weil ich würde sehr gerne mal ein... Ich meine, ich habe zwar ein Psyana da rumfliegen, aber ich liebe Flitiamo so sehr. Ich müsste mal gucken, was Vegi... Ich meine, ich habe keinen Blattstein für Vegicita. Oh, da war ja was. Ja. Dann da vielleicht ja erstmal noch nicht. Jan verheißt Glück, wenn sich ein... Moment. Es verheißt Glück, wenn sich Jan an einem Menschen festsaugt und auf ihm einen herzförmigen Fleck hinterlässt. Ein nettes Kerlchen, das so talentiert darin ist, Bären aufzuspüren, das kriegst du mit seinen allen Kameraden teilen. Das ist... Haben du und Svenja sich auch so kennengelernt? Ja, ich habe mich auch einfach an sie festgesaugt und abgeknutscht. Ich muss gerade vorstellen, wo es... Ja, was machst du da? Was machst du da? Das bringt Glück. Nenn deins Konfekt. Buchstabieren, bitte. K-O-N-F-E-K-T. Achso, ja gut, okay. So. Wer meint denn? So, Vegimak. Vegimak. Nenn es nicht Brokkoli, sondern Blumenkohl. Wenn das passt, hoffentlich. Wobei, nenn es einfach Lauch. Okay. Also ich finde meinen Fang cool. Deiner wäre potenziell auch nicht schlecht, aber... Der fehlende Blattstein saugt etwas. Ja, also ohne Blattstein ist es das doch ziemlich nutzlos. Leider, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Ich könnte dir einen von mir geben.
Ich glaube, ich habe noch 3 oder 2. Ja, jetzt gucken wir uns mal den Rest der Ruinen noch an. Aber hier ist noch ein Item. Ein Item, ja. Das war bei mir ein alter Ring. Eine große Linse. Ja gut, habe ich jetzt noch mehr davon. So, und weißt du, wo wir den Part be- Erstmal ein Fluchtseil. Ich kaufe mir mal vor, komm, lass mal noch zur Elektrolytenhöhle gehen. Wir wollen doch erst noch, wir wollen noch eh neue Pokémon reinnehmen jetzt. Ach, du hast recht. Also müssen wir eh wieder vom Pokémon Center. Also wieder vom Pokémon Center, Leute. Geil. Könnte mir bitte jemand schreiben, wie oft wir jetzt den Part vom Pokémon Center dann beginnen? In Maria City. Ja, ich glaube, es ist jetzt echt schon dann im nächsten Part das 6. oder 7. Mal. Locker, locker. Wir haben ja einmal nicht vom Pokémon Center beendet, aber... Obwohl wir es hätten machen können. Definitiv. Weil da hätten wir wirklich durchgehend jeden Tag immer an der gleichen Stelle begonnen. Ja. Weil wir einfach nicht vorankommen aus dieser Stadt. Theoretisch schon, wir haben immer einen Erfolg. Wir haben heute die Ruinen und die Höhle unten erforscht. Wir haben die Panaero-Höhle vorher erforscht. Davor haben wir die Arena gemacht und so weiter. Und dann das World Tournament. Wir erreichen nur was. Nur irgendwie ist das alles auf einem Fleck gebündelt. Und alle Wege führen halt zur einzigen Heilstation, dem Pokémon Center in Maria City. Genau. Und da lasse ich jetzt erstmal mein... Das hat sogar Füllerei als Fähigkeit. Das ist die Standard, schade, ne? Dass ich Flick noch nicht nehmen kann, weil das Ding hat... Ja gut, die Attacken kennst du ja. Das hat eigentlich die gleichen Attacken, die es eben gegen dich eingesetzt hat. Wir gucken mal, ne? Ja, okay. Dann so. War's das von diesem Part. Genau, Leute, bis dahin, bis zur nächsten Folge haben wir da endlich wieder ein volles Team und finally können wir Maria City endgültig verlassen. Ihr könnt davon ausgehen, im Part danach sind wir nicht mehr in Maria City am Anfang. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.